war denn das Handballjahr Ihrer Ansicht nach für Hamburg? Ja, grundsätzlich glaube ich, es war schon sehr erfolgreich, denn wir haben uns weiterentwickelt, der HSV Hamburg hat sich weiterentwickelt, wir sind in der zweiten Liga, haben uns da jetzt etabliert. Um uns herum viele, viele Vereine wie Barmbek, Hamburg Nord haben eine tolle Arbeit geleistet, sind in ihren Ligen auch etabliert. Also ich glaube, für die Handballer war es ein gutes Aufbaujahr. Es geht immer noch ein bisschen mehr. Was wünschen Sie sich für nächstes Jahr? Ja, dass wir diese Schritte, diese weitergehen können, dass wir uns noch ein bisschen entwickeln können, dass wir irgendwann vielleicht auch mal in die erste Liga aufsteigen. Allerdings, das wird fürs nächste Jahr noch nichts werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir weiter unsere Talente entwickeln wollen, dass die Hamburger Spaß am Handball haben. Hamburg ist eine Handball-Hochburg. Wir haben die Hallen voll, die Leute sind begeistert und das ist doch das Allerschönste. Hier werden heute junge Sportlerinnen und Athleten ausgezeichnet. Was ist denn das, was Sie aus Ihrer langjährigen Erfahrung denen am liebsten mitgeben würden? Was ist die ein, zwei wichtigsten Tipps für jeden Nachwuchsstar? Das ist eine spannende Frage. Zuallererst würde ich mal sagen, bleibt dran. Es ist nicht immer ganz einfach, Leistungssportler zu sein, denn man muss auch viel Verzicht üben. Man muss viel trainieren und manchmal kommt auch der Lohn nicht direkt. Also dranbleiben, konsequent bleiben, dann irgendwann wird es mal was. Und das Zweite ist, habt Spaß. Es sind immer Spiele. Es muss immer der spielerische Charakter dabei sein. Nehmt es nicht zu ernst, weil wer keinen Spaß hat, der kann auch nicht gewinnen.